Das fühle ich. Mein eigenes Boot fährt mich über den Haufen. Guck mal. Was ist das für ein Boot? Das ist ja nicht wahr, ne? Aber es ist echt im Kreis gefahren, du. Ja, ich sehe da unten. Wenn das noch 5 Stunden im Kreis hat, ist der Tank leer. Kann ich hinschwimmen? Siehst du mich hier mit dem Tacho? Ich höre dich, ich sehe dich nicht, weil ich nicht nach Achso. oben gucken kann. Was ist das für Boot? Was ist das für Boot? Ja, normales, so dieses Speedboat. Achso, das kann er liften, ja. Wieso kann man bestimmte Boote nicht mehr liften? Ja, aber während der Fahrt, das fährt volle Pulle, ne? Ich glaube, das Gas geht. Gasboot funktioniert leider nicht. Achso, wenn das Boot volle Pulle fährt, wird's schwierig. Ich hab das schon. Also, bei der nächsten Kurve wird es noch weiter innen fahren, vielleicht. Also, das wird schwierig, das einzuholen. Also, einzuholen geht ja, aber währenddessen zu liften. Ja, gut, wenn das Liften dann automatisch geht, dann passt's vielleicht, ne? Ja, ich muss da mal mitfliegen, ne? Naja, du musst da ziemlich genau drüber bleiben, das ist bestimmt schwierig. Aber ist natürlich mal Kunststück, ne? Ich bin jetzt drüber. Ja, du bist ziemlich hoch, wenn ich das so einschätzen kann von hier aus. Ah, das sieht er dann schon, wann er liften kann. Ja, ich weiß, ich kenne das. Ach, scheiße, ich... Ist ja echt nicht wahr, man springt aus dem Boot raus, das Boot fährt einen Kreis und überholt an. Sagt aber weit genug weg, Edge, ich fahre an dir vorbei. Ah, oh, jetzt. Komm. Wieso fährt das einfach weiter? Wieso bleibt das immer stehen? Ja, wenn ich auf dem Passagiersitz sitze und die Aussicht genieße, dann hat das so quasi Autopilot. Ach so, ah, oh, okay. So wie Tempomat beim Auto so ungefähr. Ja. Nur es fährt halt nicht geradeaus. Es fährt, sagen wir mal, 2-3 Grad falsch nach Backbord und deswegen fährt es einen großen Kreis. Ja. Da ist die Trimklappe nicht ordentlich eingerichtet. Ah, hey, ich kann nicht einhaken, was ist das? Ach. Ich guck mal, wann er wiederkommt mit meinem Ding. Ja. Ich sehe es schon wieder kommen. Guck mal, da kommt er. Nein, mein Rotor ist kaputt, oder? Was war SLG nochmal? SLG? Was? SLG. Achso, SLG ist nur die Sling. Also du kannst nichts mehr einhaken. Nein. Ja, bestens. Oh, ist das lächerlich, ey. Auf Versuch war es ja wert. Warte, wir müssen das irgendwie stoppen. Kannst du nicht stoppen. Der fährt so lange, bis der Tank leer ist. Und ich glaube, der wird gar nicht leer. Und du sitzt drin oder wie, oder sitzt du nicht mehr drin? Nein, ich sitze im Wasser hier und warte darauf, dass das Boot zum dritten Mal mir vorbeifährt jetzt. Ich guck mal schnell. Ja, komm du auch mal am besten. Ja, ich versuch's, aber ich kann nur was ausparken, wenn dieses scheiß Fabrikgebäude weg ist. Aha. Ja, es ist weg. Jetzt ist es weg. Okay, jetzt kann ich was ausparken. So, bringt der uns der Hummingbird was? Nee, oder? Hummingbird, was willst du da mit dem? Der ist zu langsam, denke ich mal. Nein, zu langsam nicht. Also der ist zu klein, der nicht wird ein Huro. Nein, der Hummingbird, der kann ja gar nichts tragen. Nee, Taro muss schon sein. Ich stelle mir das immer noch irgendwie so als Stopp möglich. Ich schau einfach den Taro. So, wo seid ihr jetzt genau? Unten am südlichen Naturschutzgebiet. Du siehst die Wasserwellen. Du kannst auch beim. Wo dieser rote Kreis ist, richtig? Ja, genau. Ja. Westlich des Roten Kreises schwimme ich im Wasser. Also ziemlich genau am Rand des Roten Kreises. Farmst du Thunfische? Ich hatte quasi. Ich habe noch ein paar. Ich kann auch noch eine Zeit lang schwimmen. Ich habe genug Fische im Rucksack. Und auch Wasser. Also ich habe keine Eile. Überhaupt keinen. Krass, dass es heute überhaupt noch jemand fischen geht heutzutage. Ja, ein Thunfisch, 9 Ornat, 8 Salema und ein Mallet und ein Katzenhai und 7 Wasserflaschen. Also ich habe Zeit. Oh, Mann, wenn wir das hinkriegen würden, dann ist natürlich noch Nacht, das macht's nicht einfacher. Nee. Ja. Obwohl doch vielleicht ein bisschen wegen den Wasserspuren. Ja, wobei es wird auch gleich wieder hell, also es ist 3 Uhr. Mann. Okay, ich bin noch 2,8 Kilometer entfernt. Ja, ich bin auch wieder in der Luft. Alter, was bist du denn? Ich? Du, ja, ich bin. Du kannst ja Land und deine Dings reparieren. Hab ich schon. Okay. Jetzt geht's weiter auf Bootsuche. Aber das Boot ist ja in einem beschränkt kleinen Seeraum, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. So, ich mach mal die Sichtweite einen Ticken höher. Da kommt ein Heli an auf mich zu, hier quasi. Das bin ich, glaube ich, ne? Oder ich?
Zwei, ah, beide. Der eine, der jetzt oder? Ziemlich hoch fliegt und anhält, der. Das ist. Ja, und jetzt der andere. Du vorne? Ja. Das bin ich. Ja, okay. Ja, du bist quasi vor mir. Achso, Alter. Und ich hover gerade. Also ich bin. So, und wo soll jetzt hier was sein? Das Boot fährt jetzt eine große Kurve südlich des Landes. Alter, ich muss das erstmal ausfindig machen. Ja, ja, das kommt an mir vorbei. Das geht. Das muss man warten. Weißt du, siehst du das? Negativ. Also wir können uns ja mit Flares verständigen. Okay. Aber ich bin hier. Aber setz dich sparsam ein. Ja. Aber sind wir jetzt überhaupt richtig? Weil wir sind überhaupt nicht mehr im Naturschutzgebiet. Nein, das Boot fährt ja eine riesengroße Kurve. Ich denke mal, das fährt von. Die Kurve ist bis sicherlich in der Größenordnung 400 Meter oder noch mehr vielleicht. 500 Meter oder die ganze Bay, die man hier unten sieht, ist wahrscheinlich ein riesengroßer Kreis. Scheiße, ich sehe das nicht. Und wenn wir Pech haben, ist es hinten im Osten auf Land gefahren. Na, das wäre ja gut. Dann hätten wir's kaputt. Okay. Ja, dann können wir es liften und wegtragen. Genau, ja. Wenn es nicht explodiert. Wenn es nicht explodiert. Ne? Nee, explodieren tut das bestimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Scheiße, wo ist denn das Boot? Taro-Flotte. Ich kann ja mal in meinen Schlüsselbund gucken. Warte mal, wir können ja eine Peilung machen. Soll ich dich mal abholen? Wir können eine Kreuzpeilung machen. Hallo? Wenn ich euch meinen Schlüssel gebe, dann kann ich von hier aus peilen und ihr von einem anderen Standort. Ja, hast du das Helikopter-DLC? Ich hab DLC, ja, beide. Okay, super. Dann steig am besten bei mir oder beim Whitecore ein. Erstmal also machen wir mit Schlüssel. Motorboot ist von mir 1 Kilometer entfernt im Augenblick. Ach du Scheiße. Wo bist du überhaupt? Ich bin westlich dieses Naturschutzgebietes und zwar in einem Abstand von dem Naturschutzgebiet von einem halben Radius des Naturschutzes oder ein Drittel des Radius. ziemlich genau auf dem Meridian. Und jetzt bitte Koordinaten. Die Koordinaten wollte ich auch gerade wissen. Ja, und dann sagt nicht, du hast kein GPS. Ja, warte mal, Koordinaten kann ich so schlecht lesen. Hier, warte mal. Oh Gott. 060 und dann 085. Aber das ist wahrscheinlich nur das Quadrat selbst. Ich bin fast genau auf der Kreuzung von so einem Quadrat. 060. Wenn du in meiner Nähe bist, kann ich dir sagen, dass du da bist. Ich schätze. Also 060 habe ich. Ja, pass auf, flieg mal geradeaus. Siehst du jetzt, wie ich auf dich zukomme? Ja, ich weiß es nicht genau, ich werde das jetzt sehen. Du kommst, ja, du musst, genau, flieg mal weiter. Ja, du kommst näher, flieg ruhig weiter. Kein Problem, ich sag dir dann, ich lenk dich. Guten Tag. Backboard. Guten Tag. Links ist Backboard, jetzt musst du quasi anhalten. Ja, ich... Stoppen. Ja. Jetzt hast du mich fast quer ab. Was heißt quer ab? Ey, ich bin genau neben dir. Bleib mal einfach stehen mit der Kiste jetzt. Stehen bleiben, stopp. Jetzt stopp. Ich stehe doch, ich habe aufgehabert. Ich bin 0 km/h schnell. Ja, du bist 0 km/h, du fließt aber schnell dafür. Du. Ach, du bist der andere. Ach so, Moment mal, ich habe einen falschen hier. Also, okay, trotzdem bin ich, geh mal tiefer. Alter. Ich bin jetzt genau unter dir. Wir müssen aber uns den Sprit achten, ne? Ach ja, ich hab noch. So, der eine Taro kommt gerade auf mich zu, jetzt hat er weggedreht. Jetzt seid ihr beide quasi mit Kopf an Kopf. Ja. Ihr müsst genau. Jetzt kommt der eine wieder auf mich zu. Jetzt ist ja, er wieder. Beide müsst ihr jetzt nach Backbord schwenken, wenn ihr zu mir wollt. Ja, ich fliege ja schon auf dich zu. So, mal zwei, was okay, macht okay, nein, da musst du aber noch mehr nach links fliegen, nach links. Doch. So? Ach du, ja, du kommst rüber, ja, ich sehe das schon, genau. Müsstest ja. Jetzt ist Stopp, jetzt musst du anhalten. Siehst du mich? Du musst nochmal was die 50 Meter rüberkommen. Worüber? Ja, Holger, wer von euch ist denn jetzt welcher? Ich sehe das natürlich nicht. Warte, ich werf jetzt Flares ab. Ja, genau, dann weiß ich, wer welcher ist. Genau, der mit den Flares kann geradeaus auf mich zufliegen. Das ist eigentlich voll geil, weil da kann man das ganze Gelände ableuchten. Ja, noch weiter auf mich zufliegen. Noch mal ein bisschen.
Hätte ich gerade gesehen, aber so, es war jetzt recht. Stoppen. So, ich bin jetzt genau fast, also so schräg links vor dir im Wasser. Genau, stopp, jetzt müsstest du mich sehen im Licht. Nee. Nee, ich bin genau vor dir im Licht. Mach mal, sagen wir nochmal zwei, drei Flugzeuglängen vor. Oder Hubschrauberlängen. Hä, scheiße, ich hab dich echt nicht im Käfer. Das macht nichts, du bist genau richtig. Noch ein bisschen mehr nach links drehen, 10 Grad nach links. Gut, genau, stopp. Und noch ein Stück weiter. Ich bin jetzt genau vor dir. Noch nicht unter dir, aber genau vor dir. Jetzt bist du fast über mir. Stopp. Und gleich versinken, Sir. Ja, so ungefähr. Pass auf, dass du nicht mehr rennen. Ich sehe jetzt von lauter Licht nichts mehr. Aber ich kann auch nicht einsteigen bis jetzt. Kein Weg. Aufmachen. Stopp, bleib stehen. Komm tiefer, da komme ich gleich dran. Ah, ich komm rein. Ich bin drin irgendwie. Mega, Alter. Dann mach mal eine Schlüsselrunde. Ja, ich bin drin. Wie geil ist das denn? Aktion, ey, Fahri, bleib mal stehen. Ich komm nochmal zu Koppel. Hi, besten Dank für die Rettung. Aber das Boot müssen wir jetzt noch suchen. Ja, mach mal eine Schlüsselrunde. Coole Sache. Absolut cool. Und das ist natürlich auch Video. Wir werden das natürlich veröffentlichen, wenn ihr wollt. Ja, gerne. Okay. Aber mach meine Stimme ein bisschen leiser, weil ich glaube, ich bin sehr laut. Ja, wird man sehen. Das muss ich dann sowieso aussteuern. Okay. So. Also das Boot ist wahrscheinlich, weil es jetzt längere Zeit nicht gekommen ist, von uns aus nach Südosten an dieser Landzunge, die da rausragt, ja, ich sehe wahrscheinlich es davon gefangen irgendwo. Meinst du auf der ganz kleinen Insel da oder wirklich auf der Landzunge? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ich tippe mal eher auf die Landzunge, aber auf der kleinen Insel könnte auch aus sein, von Monisi, ja? Ja, genau, Monisi. Alter, was für eine geile Aktion. Ja, in der Tat. Das Geilste ist, der Tacho wurde gestern gefixt von Bohemia. Ja. Das gibt es das. Also ich sehe es jetzt hier auf der Wasserfläche nicht, das Fahrzeug. Ich denke, das wird irgendwo aufgelaufen sein. So, Monisi oder wie die Insel heißt? Näher ja, liegt jetzt hier unter uns, ich sehe das. Da musst du aber südlich bleiben. Das wird ja von Süden dran fahren, wenn überhaupt. Von Süden dran fahren, ja. Schauen wir mal, ob ich sehe. Ich bremse ein bisschen ab. Das sieht gar nicht leider nicht aus. Guck mal auf deinen Schlüssel am besten. Wie viel Meter noch entfernt? Achso, oh ja, gute Idee. Verdammte Scheiße, gute Idee. Oh, 3,3 Kilometer. Ah, super, dann ist es bestimmt. Völlig falsch. Dann ist es weit, ganz woanders. Dann, aber ich kann ja immer mal wieder messen. Dann können wir mal gucken, ob wir näher kommen. Ja. Warte mal, wir probieren es mal. Wie nah können wir aneinander fliegen, Whitecode? Dann kann er versuchen, dir den Schlüssel zu übergeben. Dann haben wir eine Kreuzbeilung. Ja, super. Okay, ich versuche unter dich zu fliegen. Warte, ich mache auch noch mal rein. Das ist das Beste, was wir noch machen. Das müsste eigentlich schon reichen von so. Guck mal, ob du geben kannst. Na, ein bisschen können wir ruhig schon probieren. Also probier immer mal wieder, ob du ihm den Schlüssel Pong weitergeben geht. Ja, das ist okay, danke, das bringt ihm nichts. Jetzt. So, ich muss... Warte. Vorsicht. Ja. Ja, jetzt müsste gehen. Ja, moin. Ja, das geht für Whitecore-Weitergabe. Genau. Du müsstest ihn bekommen haben jetzt. Dankeschön. Ja, mega. Ja, absolut cool. Aber seid vorsichtig jetzt hier. Ja. Wäre zu geil, wenn das schief geht. So. Ich flieg mal nach oben. Ausschwärmen. Ja, genau. Alter Schwede. Nur noch 2,2 Kilometer ist das. Das kommt auf uns zu, das Boot. Oder wir fliegen drauf zu. Bei 1. Genau, das nur noch 2,0. Das kommt auf uns zu, das Viech. 1,9. Okay. Ja, der kann es jetzt. Ist das jetzt links von dir, Whitecore, oder rechts von mir? Ich flieg näher dran. 1,7 habe ich nur noch. 1,7. Okay, jetzt sind es wieder größer. 2000. Das ist wieder größer geworden. Die Entfernung. Okay, das ist Richtung Whitecore. Alles klar. Genau. Ich habe noch 1,5. Dann sieht der Faust. Wir haben jetzt 1,7. 1,5. Ich habe noch 1,2. 1,2 haben wir auch. Achso, ihr seid richtig. Das ist zwischen uns so 1,5. 800, 900 Meter nur noch.
Sieht der Faust aus, als wäre das wirklich am Strand irgendwo. Ja, das ist so, schätze ich. 890? Oh. Guck mal runter, vielleicht kann ich ja mal sehen. Nein, da kann ich nicht wirklich runter gucken. 500 Meter, 400. Das müsste klein sein. Das ist hier unten irgendwo. Ich denke auch. Ich hab 300 Meter. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Wo denn? An der Klippe da. Positiv. Positiv. Ja, ist ja geil, ist ja unglaublich. Kannst du mal schnell den Tag vorschreiben, dass ihr gleich kommt? Witzig. Jetzt müsste man das noch reparieren, falls es kaputt ist, ne? Oh ja. Na, Hauptsache es hat noch Sprit, weil ich habe keine Benzinkanister dabei. Ja, nee, das macht ja nichts. Pass auf, mach doch folgendes. Verschwindet ihr, lasst mich hier ins Wasser runter, oder wenn das geht? Nee, ich lasse dich dort am Strand raus. Ja, oder so, wenn das wir dann noch nur Sprit habt vor eurem Schienen. Raus, weil das klitscht nur rum. Ja, bring ihn dann mal zum Strand, ich, oder lüfte mit, ich weiß nicht, ich habe noch drei Benzinkanister dabei, ne? Ja. Ah, scheiße, das ist... Hier am Strand, hier am Strand. Ganz negativ gerade. Warte mal, Motorboot muss man liften können, das ging immer. Wenn das nicht geht... Scheiße. Warte mal, hab ich das nicht... Du musst noch ein bisschen drehen, du musst noch ein bisschen drehen. Ich, du lieber mal an. Also ich kann nicht sagen wieso, aber das kann nicht geliftet werden. Ja, warte mal. Ja, ich hab doch gar nicht im Seil, es ist... Ja, du musst auf jeden Fall dieses Visier dann eingestellt kriegen. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Nee, das geht nicht. Das ist anscheinend nicht eingetragen. Ja, dann lass mich hier am Strand mal rausgucken, vielleicht bekomme ich das Boot ja so frei. Nein! Da war mal ein Boot. Ich würde mal sagen, das war jetzt nur halb so gut. Nein! Oh, was war das jetzt? Das war Farid Dupont. Ja. Ich bin tot. Notarzt unter Wasser kannst du knicken. Ich lebe noch. Okay, Marie, Marie. Warte, ich kann ja mit deinem Boot abschneiden. Nein, ich knicke schon um. Was war das jetzt? Ich kann mein Taro abschneiden. Kannst du nicht aussteigen? Nee, ich bin ausgestiegen, aber bin ich sofort gestorben. Oh nein, oh, das tut mir leid. Ja gut, das macht ja nichts, das ist ja nicht so schlimm. Ich hab mein Taro. Aber dein Taro, der läuft immer noch, ne? Ach, das ist der andere, ne? Warte, ich kann dein Boot aber noch abschleppen. Ja, lass mal, das Boot krieg ich schon wieder. Mach dir keinen Stress mit dem Boot. Ah, eine Autotür habe ich schon mal gehört. Na ja, gut, scheint sie da. 1 Minute 30 noch. Ja, echt? Wie cool ist das denn? Weil wir jetzt fast alle mit Ifritz rumfahren, unglaublich. So viele mittlerweile? Ja. Die haben ja alle Millionen auf dem Konto gehabt. Kein Wunder, dass ich jetzt alle Ifritz kaufen. Ja gut, stimmt auch. Ich habe das gestern gefilmt, dass das on ging, aber ich habe mich da in die Büsche gestellt. Ey, das war wie am Bahnhof da, ne? Ich sehe keine Ifritz. Ach doch, da ist einer. Am Marktplatz, ich stehe. Ja. Wir müssen irgendwo Sergeant Bond sein, denn das ist ein Fahrzeug. Ja super, wie geil ist das jetzt? Ist das die BDF? Keine Ahnung. Sieht aber so aus. Wieso denn? Guten Tag. Erstmal irgendwo hin, wo man hier Luft holen kann. Den Skinja haben viele. Ach so. Hallo? Den brauche ich auch. Wo kommt man hier wieder raus? Ach. Ah, da. Okay. Hören Sie mich. Hallo. Moment. Eine ganze Menge Spieler da sind. Kommen Sie erstmal an Ufer. Besten Dank für den super Service hier. Wenn du ranzoomst, wird es schon ein bisschen leckiger. Also ich habe kommen Sie erstmal ans Ufer und dann kümmert sich einer der netten Praktikanten um Sie. Warten Sie mal kurz. Kommen Sie mal mit. Denn? Einmal hier ans Ufer kommen. Ja, ja. Am besten einmal hinlegen und Wasser rauslaufen lassen, ne? Eine andere Person den Server für 4-5 Monate bezahlen. Tut Ihnen also noch irgendwas weh? Server oder den besseren? Mir tut nichts weh, ich bin ja im Wasser gelandet, das war alles ganz weich. Nur kam ich nicht wieder an die Oberfläche, so eine Schweinerei. Aber wo sich das lohnt, okay. Ne? Okay.
Ganz darf Österreich die Truppen stehen, noch ja. einmal ganz naja, klar, angucken. Aber wenn es jetzt bergauf geht und es werden wieder mehr dann, Spieler, ja, früher, klar, dann wird auch wieder ein besserer Server geholt, klar. Dann könnte man auch wieder Events machen. Ja, Events werden okay, auch gemacht, ja, gut. Na, aber jetzt auch hast du gesehen, Probes. Was bei Pyram wieder ist. Also keine großen es scheint, dass Ausfälle, denke ich mal, ne? Geschossen wurde, oder? Naja, nee, wir haben aufgenommen, okay. Dieses Rennen. Wahrscheinlich ein bisschen Sauerstoffmangel im Gehirn, aber das macht bei mir nicht viel aus, weil ich sowieso zu wenig von da. Ach ja, stimmt, ja. Das Server war einfach an den Grenzen. Ja, gut. Okay. Ja, okay. Und das Boot habt ihr eingesammelt, schon, die ne? Die Spaßen wieder, anscheinend ja. Geht's ihnen doch relativ gut. Ja, klar. Ah, meine ganzen Sachen. Wollen wir die denn wieder mitnehmen? Ja, das wäre cool, da muss ich zu Fuß laufen. Nur eine Frage habe ich an Sie. Was haben Sie hier gemacht? Das kann ich Ihnen sagen. Ich wollte eigentlich mit dem Boot nach Kavala fahren. Und dabei habe ich dann beim Geradeausfahren zweimal die Leertaste gedrückt und dann bin ich aus dem Boot raus. Und das war's dann. Ah, das war nicht so toll. Nicht wirklich. Was für eine Leertaste. Ja, das kennt ihr das nicht? Das ist doch der Steuerknüppel, wo man den mit arretiert. Ach, so, ja. Jetzt habt ihr das beim Helikopter nicht auch irgendwie? Wüsste ich jetzt nicht. Ja, doch, der Co-Pilot, der ist nicht von Germanwings, der, aber von euch, die fahren doch immer ganz gut damit. Diese bösen Wortwitze. Mensch. Ja, wieso? Der arme Mann, der kann ja auch nichts dazu. Der war ja krank, da kann man ja, ne, aber kann man doch mal erwähnen, dass das ja, aber dann soll er sich zu Hause im Boden die Kugel geben und nicht nur 150 Leute mit in den Tod reißen. Ja, genau, ja, gut, aber, genau. Na, wie gesagt, der war ja krank. Oh, ein Regenbogen. Ja, aber dann soll er das doch zu Hause machen. Warum muss er das denn direkt mit dem Flugzeug machen, mit Passagieren? Ja, ist eine Schweinerei, das ist richtig. Aber deswegen kann man ja trotzdem mal zu den Co-Piloten sagen, die machen eigentlich sonst einen guten Dienst, ne? Ist ja, cool, man kann das jetzt nicht für alle Co-Piloten gleichsetzen, dass die alle, sag ich mal, dasselbe im Kopf haben. Das wäre schlimm. So ist das. Aber es sieht ja echt geil aus. Richtig geil. Naja, dann steigen sie mal ein und dann fahren wir sie wieder zurück. Ja, dem Regenbogen entgegen. Wir dürfen fahren, Herr Brown. Nee, ja, wer ist denn noch nicht gefahren? Wer ist denn hingefahren? Ich glaube, der Jonas Schmidt zurück. Malte, Sie sind noch nicht gefahren, oder? Nein, ich bin noch nicht gefahren. Ja, alles klar. Fahren Sie nach Kavala. Okay. Gibt es denn auch einen Notarzt Iftritt, damit er dann über die ganzen Stöcke und Steine fahren könnt? Nee, leider haben wir den noch nicht. Aber ich werde mich mal langsam darum kümmern, dass wir mal andere Helikopter kriegen, weil der Orca ist echt schwierig für den Krankentransport, weil da ist jetzt nicht wirklich viel Platz hinten drin. Das ist richtig, ja. Ich sag mal so, klar kann man da angenehm drin sitzen, aber da jetzt eine Liege reinplatzieren und die ganzen medizinischen Geräte, was weiß ich, Defibrillator und so weiter, das kriegen wir da alles gar nicht untergebracht. Naja gut, aber so ein großer Huron ist sehr träge, ne? Ja, ich hab mal, ja, ein Huron muss es ja jetzt nicht sein, das ist ja wieder das viel zu große, aber eventuell vielleicht, Mensch. Vielleicht wie die Polizei, ja okay, die Polizei hat alles. Ich sag mal, vielleicht ein Mohawk oder so. Ja, das wär's, ne? Ja, Orca ist ja auch schon nicht ganz klein, ne? Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wenn ich mir mal so angucke, was die Polizei für einen Fuhrpark hat und was der Rettungsdienst hat, dann, ja, kommt bei meinen Mitarbeitern schon einige Unzufriedenheit raus. Das filmen wir jetzt aber nicht, ne? Also ich meine, filme ich schon, aber veröffentlichen wir natürlich nicht auf YouTube, ne? Das könnt ihr dann intern mal klären. Sollen wir sie irgendwo am bestimmten Ort, am Kavala Marktplatz, oder wo sollen wir sie rauslassen? Ja, Kavala wäre nicht schlecht. Ne, dann kann ich mir meine Wasserflaschen wieder kaufen und das Boot dann hole ich. Oder, ja, doch, ach, das ist am besten. Mensch. Wer war das jetzt? Das war einer unserer Notärzte. Ja, okay. Da ist ja schon cool mit dem Regenbogen, verdammt nochmal. Ja, das stimmt, das sieht schön aus.
Also am Marktplatz lassen wir sie dann raus und ja. Ja, perfekt, perfekt. Sind sie krankenversichert? Weil wir brauchen einmal dann ihre Krankenkassenkarte, weil wir müssen die Kosten natürlich irgendwie, wir müssen ja auch unser Geld verdienen, wissen Sie. Ich bin Privatier. Krankenkassen habe ich nicht. Außerdem bin ich gewohnt, im Ausland immer selbst zu zahlen, weil die das alles nicht anerkennen. Ach so. Aber in Griechenland, genau, ja, ist die, in Griechenland ist die Wundversorgung, die Erstversorgung immer kostenlos. Ja, aber eine Grundversorgung, die aus 4 Meter Tiefe im Wasser zu bergen, das ist jetzt keine Grundversorgung, sag ich mal, wissen Sie? Ja, das sehe ich ein, ja. Es gibt auch eine großzügige Spende an euch. Ach, das ist nett. Dann geben Sie das am besten an unsere neuen Praktikanten, weil ich bin schon länger dabei und mein Rettungsassistentin können Sie dann selber fragen, das weiß ich nicht so genau, ob der da jetzt noch eine große Spende braucht. Ja, müsste man. Also ich brauche zumindest nichts, weil als Notarzt. Nee, ich verzichte. Alles klar, dann geben Sie das einfach später unseren beiden Praktikanten, die der eine fährt ja gerade und der andere sitzt ja vor Ihnen. Kann ich das erkennen? Ne? Kann ich nicht erkennen? Ne, egal. Machen wir gleich. Besten Dank für den Service. Ich besorge mir etwas zu essen und zu trinken und dann kommen die beiden Athleten und Adjutanten mal kurz mit hier. Wer ist denn das jetzt? Das eine ist Malte. So, gucken wir mal, wie das heißt hier. Jo, Moment. Hier, ich heiße Malte Schmack. Name ist das der Malte. Ja, müsste der Jonas auch was haben? Ja. So, dann tun Sie das auf Ihr Konto am besten direkt, weil mit Bargeld sollten wir nicht rumrennen und dann fahren wir wieder zurück zur Wache und Ihnen wünschen wir dann noch einen schönen Tag. Ja, super. Okay. Besten Dank für die großzügige Spende. Kein Thema, kein Thema.